Bevor es beim Abschlusstraining in die Vollen ging, gratulierte die Mannschaft erstmal dem Golden Boy Renato Sanchez, der gestern Abend in Monte Carlo seine Trophäe entgegennahm. Danach stimmte Carlo Ancelotti seine Jungs dann auf das Pokalspiel gegen Augsburg ein, vor den Augen von Dante, der seine alten Kumpels einfach mal wieder treffen wollte. Und auch Weltmeister Andy Brehme machte einen Kurzstopp an der Säbener Straße. Ganz zur Freude von Ancelotti, der nach dem Training dann bei uns im TV-Studio auf das Pokalspiel vorausblickte. There used to be many difficult games against Augsburg in the last years. Do you expect the same tomorrow? I think so. It will be the same because it's a derby, because Augsburg is a good team. They play with good intensity. We are in a good moment and I hope for this game that the team is able to show the same attitude, the same quality that of the last two games. The cup is the shortest way to a title. How hungry are you to win this competition? I know that it's important competition. There will be a fantastic atmosphere if we are able to reach the final. But we have to think game by game. What about the squad? Are any players missing besides Franck Ribéry? There is Ribéry that is not available, and also Rafinha had a little problem in the game against Mönchengladbach. But the other players are fit. Maybe I can give rest to Martinez and Douglas Costa because they played the game after the injury, and so I don't want to force them. But the other players are all available. What about Holger Badstuber? Is he an option for a couple of minutes, maybe? Is an option. Will be. I think he will start on the bench, and after that, I want to give him the possibility to return to play. Thank you very much. Thank you. Pleasure. Thank you. Eine finale Entscheidung über die Aufstellung fällt dann natürlich erst kurz vor dem Spiel, für das es übrigens noch einige wenige Resttickets gibt. Die Chance solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Zu kaufen sind die Karten am Mittwoch ab 12 Uhr an den Kassen der Allianz Arena. Und dann flatterten gestern Abend noch die Nominierten für die Wahl zum Weltfußballer 2016 rein. Neben den üblichen Verdächtigen sind auch von uns wieder vier Spieler unter den Top 30. Thomas Müller, Arturo Vidal, Manuel Neuer und Robert Lewandowski. Herzlichen Glückwunsch!